weiß auch nicht, das im Piss zu fahren. Habe ich heute erst machen müssen. Das ist ein richtiges Sauwetter jetzt hier. Ja, das Fahren ist ja schon beschissen. Also, Sichtverhältnisse. Oh, fuck. Sichtverhältnisse und alles. Aber beim Regen laufen, dann wird man halt nass. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd so. Das Relikt wird mir wieder oben angezeigt. Egal. Ich gehe mal da unten rein. Vielleicht ist es ja doch hier unten. Pam. Nee, ist irgendwie gar nicht. Gar nicht! Nehmen wir an, man würde die da runterfallen. Oh, verdammt! Jetzt bin ich aus Minecraft gewohnt, Shift zu drücken, wenn ich an der Kante stehe. Nicht so gut. Bisschen suboptimal. Ach nee, guck mal hier. Da ist es direkt so. Oh, guck mal, schau mal. Mistvieh. Ich muss mal mit der Knarre spielen. So, was sich natürlich auch direkt perfekt trifft, ist, dass da ein Gleiter steht, mit dem ich zum nächsten Relikt fliegen kann. Juhu, welches sich wieder auf so einer Insel befindet. Aua, verdammt. Boah. Heftig, ey. Glück gehabt, ey. Ja gut, bin aber voll mit der Fresse voran auf den Boden geklatscht, also darf ich mich jetzt nicht wundern. Muss ich mich auch nicht wundern, wundere ich mich auch nicht. So. Ja, dann gucken wir noch. Hier ist noch ein Relikt, da ein Shop. Da geht's aber keine Schnellreise hin. Doch, da geht Schnellreise. Da ist auch noch ein Relikt. Da ist noch ein Brief. Zwei Stück. Sauber. Da muss ich gleich hin. Doch, das mache ich jetzt sogar zuerst. Zwei Briefe. Ich weiß gar nicht, wie viele ich noch brauche. Aber ich glaube, ich brauche es eh nur noch 3, 4, 5 Stück. Habe ich vergessen. Aber es waren auf jeden Fall nicht mehr viele. Und wo wir schon mal hier sind, können wir direkt kurz ein bisschen Müll verkaufen hier. Nope. Halt, Moment. Hier dann direkt mal kurz, nein, Munition auffüllen. Zack. Was ist diese Faustwaffe? 1911, 6P9. Au, Desert Eagle, echt jetzt? Geil. Nehme ich, muss ich haben. Nachtsicht, optisches Visier, Rotpunktvisier. Nee, kein Visier, nur Magazin. Oh yeah, fetzig. So, Frage ist nur, wo ich das drauf mache. Eigentlich so, den benutze ich eh nicht. Fett, der Desert Eagle, habe ich noch gar nicht gesehen. D50, kann ich ja mal gucken. D50, Hollywood machte die D50 berühmt und dementsprechend erreichten sie Rook Island versteckt in einer Ladung raubkopierter DVDs. Wenn es um große Faustfeuerwaffen geht, können nur wenige dieses Monster toppen. Die massiven Kugeln Kaliber 50 AE können leicht große Tiere, Menschen und selbst Honigdachse umlegen. Fast alle D50s auf D50s. Geil. D50. Fast alle D50s auf Rook Island wurden von Söldnern hergebracht. Das wundert mich jetzt aber. Söldner haben die hergebracht? Nein. Verarsch mich doch nicht. Kann ich mal testen. Pam! Hä? Pam! Hä? Sag mal! Sie nicht so schlecht. Drei Schüsse für einen Tiger, nicht schlecht, ey. Wenn ich mal überlege, wie ewig ich früher mal für einen Tiger gebraucht habe. Ein ganzes Magazin von fucking. Nee, brauche ich nicht. Ein ganzes Magazin vom fucking hier, wie heißt das Ding da? Und da unten schon der Brief. Ach, ich mag die Desert Eagle. Ich mochte die auch in GTA 4 schon. Boah, eine GTA 5 wird die wahrscheinlich auch Hammer, ey. Können wir vorstellen.
Kisten. Noch mehr Muni. Und ab da hoch. So, wo war denn jetzt der nächste Brief? Da vorne. Ach, da unten. Noah. Nein, verdammt. Wo ist der Brief hin? Scheiße, jetzt sieht man ihn nicht mehr. Egal, ich werde jetzt mal das Relikt einfach holen. Ho. Oh, da vorne. Ne, komm. Wahnsinn! Wahnsinn! Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Nicht zu weit weg. Komm, komm, komm. Dreh um, schneller, schneller. Kommt da hoch noch. Da hoch. Ja, sauber. Boah. So, wo der Brief jetzt nur ist, würde mich mal interessieren. Aber da ganz unten irgendwo. Okay, da kommen wir wahrscheinlich wieder nur per ins Wasser springen dran oder so. Oder? Ja, da unten irgendwo. So, genau da unten. Perfekt. Oh, hier könnte auch ein Krokodil sein. Raus! Oh, Fähigkeitspunkt. Raus, 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 raus. Wie viele Briefe habe ich jetzt gefunden? Keine Ahnung. Egal, was soll ich jetzt? Fähigkeiten, genau. Das habe ich schon. Pfennigfuchser, Schacherer. Du hättest 25 beim Verkauf von erbeuteten Gegenständen. Ansonsten habe ich hier alles. Hier war eh immer alles voll. Und hier ist auch alles voll, bis auf den hier. Ich muss mal diesen Tod von unten machen, damit ich den freischalten kann. So, dann mache ich jetzt mal den. Mein Tattoo müsste jetzt eigentlich fast komplett vollständig sein. Ich denke mal irgendwie, wenn man alle Fähigkeiten fertig hat, dass man dann irgendwie hier komplett alle kriegt hier. Oh, lauf! Und schwimmen! Und zwar schnell! No! So. Was ich jetzt nochmal mache. Sorry, ist wahrscheinlich nervig. Ich weiß. Oh, Moment. Aber ich lasse es jetzt einfach so. Ist mir scheißegal. So. Da das Relikt. Wo ist es? Oh. Zum Glück gar nicht weit weg oder so. Da oben in dem Haus. Boah, soll ich da jetzt bis hoch nur? Ne. Jetzt will ich mir doch erstmal gucken, was es denn hier im Handbuch. Briefe. Erworbene Waffen 41, 43. Also zwei brauche ich noch. Erhaltene Anleitungen, Fähigkeiten. Eine Fähigkeit fehlt mir noch. Storyaufgaben, Übergaben, gesucht Tod, Pfad des Jägers. Boah, wie viel ich da noch machen muss. Rakiat auch, ne? Rakiat mag ich irgendwie nicht, weiß ich warum. 5 Speicherkarten brauche ich und 4 Briefe der Verlorenen. Also 4 Briefe, 5 Speicherkarten. Das wird jetzt mal primär mein Ziel, glaube ich. Briefe und Speicherkarten. Da kann man direkt hier nochmal kurz ein bisschen suchen. Wenn ihr auch mal was seht, was ich übersehen habe, könnt ihr das ruhig mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht lese ich es rechtzeitig dann bis zur nächsten Aufnahmesession oder so. Da ist zum Beispiel eine Aufnahmesession. Und kann das dann auch direkt dann machen. Hier ist eine Speicherkarte. Aber andererseits, Speicherkarte muss ich ja nicht markieren. Da komme ich ja direkt dann hin. Speicherkarten sind ja immer in dem Haus dann drin. Oder in den Häusern, besser gesagt. In dem Fall da oben. Na, hallo. Ja, jo. Gut, dann noch alles verkaufen. Ist ja gar nicht mehr so viel. Halt, stopp! Munition.
So 790 Meter. Zum Glück ja nicht weit weg. Ja nicht. So, was man machen kann. Markierung setzen und hier ein Boot schnappen, leihen, klauen, wie auch immer. Und bis dahin fahren einfach. Oder Jetski, oh, noch besser. Juhu! Sportlich. Ich mag es sportlich. Nur nicht, wenn ich selber Sport mache. Was ist das blöd? Wie sieht es denn bei euch so aus? Macht ihr eigentlich Sport? Das würde mich eigentlich mal auch mal interessieren. Habe ich topfitte Leute, zum, die meine Videos gucken? Oder habe ich nur so faule, fette Couch-Potatoes, die da meine Videos gucken? So wie ich eine bin. Also fett bin ich mal nicht. Nur eine Couch-Potato vielleicht. Ich sitze gern rum und mache nichts. Bis auf Arbeiten halt natürlich, das meine ich schon. Macht auch Spaß. Macht auch Schippers. Ja, aber ansonsten viel zocken. Man kennt mich ja so ein bisschen. Das Wichtigste. Aber gut, ich meine, welcher Let's Player spielt nicht gerne? Das ist natürlich jetzt auch mal die andere Seite. Ich denke, es gibt keinen LPR, der nicht gern spielt. So, davon müsste dann irgendwo der Brief sein. Aber was an Far Cry 3 halt echt geil ist, ist die gigantisch große Welt, wo du nie komplett erforschen kannst. Das ist einfach so geil gemacht. Also, boah. Auch wenn es stellenweise echt richtig nervig ist, sei es vom Klettern oder von den Gegnern her. Aber dennoch ist es einfach Bombe hier. Vor allem eigentlich die Map eigentlich. Richtig groß und alles. Verloren Brief 17 von 20. Hallo. So, ja, gucken wir auf der Map nochmal nach weiteren Briefen. 3 Stück brauche ich jetzt noch eigentlich bloß und so. Ja, ich bin da und da ist Brief. Juhu! 3, einen davon habe ich gefunden. Oh, da noch eine Speicherkarte. Da mache ich auch direkt gleich Schnellreise hin. Boah, guck mal. Boah, wie riesig die Map einfach ist. Boah, heftig. Naja, darf ich gar nicht dran denken. Hier schnell dahin. Oh Gott. Das weiß ich auch gar nicht, wie viel Speicherkarten ich insgesamt noch brauche. Sieht man jetzt, glaube ich. 17 von 20. 3 Speicherkarten, 3 verlorenen Briefe. Perfekt. So, wo war jetzt die Markierung? Meine Markierung ist weg. Verdammt. Echt? Nein! Wo war der Drecks? Also hier war ich gerade. Das heißt, ich glaube, hier war irgendwo der Brief, oder? Otter. Hallo? Hallo? Verdammt, nein! Damn it! Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Briefe nicht dauerhaft auf der Karte angezeigt werden. Da hab ich so im Urin so. Guck mal, das ist so eine Speicherkarte. Gut, komm, die holen wir auch direkt kurz. Dann gibt es dann noch eine Todaufgabe, die können wir auch noch nebenher so machen. Nicht, dass ich jetzt zu oft und zu viel das gleiche auf einmal mache. Das wäre wahrscheinlich auch. Ah, da oben. Sag mal. Jetzt! Endlich. Meine Fresse. Amphetamine! Juhu! Ich finde Methamphetamine besser. Oh, halt, Moment, da oben ist ja die Todaufgabe. In der Nähe einiger alter. Okay. Machen wir. Ja, vor allem in der Nähe, weiß. 2 Kilometer weit weg. Boah. Nix da, ne. Fiktsch. Ah, guck mal da vorne. Ist die Markierung. Wo. Ja, da muss es sein. Hä? Ach, guck. Ach, auf einmal geht's wieder, weiß.
Okay, muss ich mir merken, da oben Hybris fahren, die markiere ich.